Wir treffen die neuen Bösen und die künftigen Könige. 9 Berner Nachwuchsschwinger trainieren zusammen mit ihren Vorbildern. Die Eidgenossen von heute coachen die jungen Schwinger im und neben dem Sagmau und jagen ihren Puls in die Höhe. Ich bin der Heilbrunner Remo, ich bin 17, bin Sennenschwinger. Mein grösster Erfolg ist der Sieg auf dem Brünig am Berner Kantonalen Nachwuchsschwingertag mit meinem Bruder. Mein Name ist Eschbacher Matthias, 29, Eidgenoss. Und mein grösster Erfolg ist sicher der Sieg am Berner Kantonalen Schwingfest 2019. Welcher ist der stärker, welcher mal länger? Der Kampf Mann gegen Mann geht unter die Haut. Ich habe früher oben geschootet. Und dann bin ich durch die Ebersau-Giele, durch Adrian und Fabian, bin ich auf die Schwingen gekommen. Mir gefällt die Vielseitigkeit des Schwingen, die Technik, die Ausdauer, die Kraft. Ja, ist sicher schon sehr explosiv, schwingt mit viel Kraft. Er hat wirklich auch sehr gute Züge drin, muss ich also sagen. Und eben, einfach so, er muss so weiterfahren, wenn er jetzt dran ist, und dann kommt das gut. Ich bin tendenziell eher ein bisschen Technikschwinger, weil ich nicht allzu gross bin. Aber sicher auch die Kraft ist da. Im Mentalen könnte ich noch viel machen. Ich bin eher ein bisschen mental schwach, aber sonst denke ich eher, es gibt schon Schwächen, mal, aber das ist etwa die grösste, ja. Manchmal nimmt er es noch ein bisschen zu ernst an den Schwingfesten. Ich denke einfach immer, so mit einer gewissen Lockerheit braucht es auch zum Schwingen. Der Kurz macht er wirklich schon sehr gut. Und ja, arbeiten tut man sicher dann noch Vielseitigkeit. In den jungen Jahren lässt das Zeug halt ein bisschen ringen. Der beste Trainingspartner ist der Diesel am Boden. Er hat die meiste Kraft und zeigt keine Hemmungen am Boden. Das darf schon nicht, wenn man am Boden schwingt. Ich bin auch technischer Leiter bei uns im Schwingclub Sommiswald. Da gehört es eigentlich zu meiner Aufgabe, dass ich auch zu den Jungen schaue und die probieren, möglichst mitzunehmen und zu motivieren für das Trainieren. Und das ist, zu motivieren ist beim Remo sicher nicht so das Problem. Und ja, wenn ich mit dem Schwingen kann ich auch schon nicht mehr lauern. Ja. Vor dem Schwingfest wollte ich ein möglichst gutes Ergebnis haben. Und sicher das Wichtigste ist, dass ich morgen wieder gesund haben kann. Der Heilbrunner Remo schwingt sicher super. Vom Körperbau her hat er das Potenzial für ganz suchen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass es gut kommt mit ihm. Ja. Ich bin Zoll Glarz, ich bin 18-jährig, bin Sennenschwinger. Und mein grösster Erfolg ist der Sieg am Bernischen Kantonalen Nachwuchsschwingertag auf dem Brünig. Ich bin Gerber Krigl, bin 30, einfacher Eidgenoss und mein grösster Erfolg ist der eidgenössische Kranzzug im 19. Es braucht Kraft im Sagmau, ja, aber es braucht auch Ausdauer. Ja, Ausdauer, das ist jetzt sicher nicht gerade meine Stärke. Ja, ich trainiere einfach die Ausdauer im Schwingkeller mit viel Schwingen und im Krafttraining, in dem ich lange Krafttraining habe. Ich gehe wirklich gerne in Kraft. Das scheisst mich auch nicht an und ich gehe gerne lang. Beim Schwingen ist die Fitness wichtig, dass man den ganzen Körper miteinander trainiert. Wenn ich Ausdauer mache, gehe ich meistens walken, den Berg hoch, habe Stöcke und dann habe ich den Oberkörper auch dabei, dass der Körper merkt, dass man nicht nur die Scheiche braucht, sondern den Oberkörper auch. Zu mir, wenn man joggen geht, schon. Ich rede von Joggen von 20 km oder so. Das mache ich nicht. Lars könnte noch an seiner Schnellkraft werken. Das kann er einerseits im Kraftraum machen und andererseits im Schwingtraining, dass du halt nicht den Schwung voll durchziehst, sondern mit dem Gegner abmachen. Ich würde jetzt gerne einfach 5-mal hintereinander einfach explosiv zuziehen und dann nach deinen Nachgängen weiterfahren, dass man das so lernen kann. Von meiner Körperpostur her habe ich sicher einen sehr grossen Vorteil im Vergleich zu den anderen in meinem Alter. Es liegt mir fast ein bisschen in den Genen. Mit 18 hatte ich auch gerne einen solchen Körper. Eben kraftmässig ist er natürlich auch sehr überlegen im Gegensatz zu anderen. Trainieren muss er gleich, damit er etwas erreichen kann oder das erreichen kann, was er bis jetzt erreicht hat. Und dort muss er auch noch dranbleiben. Das ändert nichts daran, dass er noch
körperlichen Vorteil hat. Ich bin der Schori Kevu, bin 17, bin Sennenschwinger und mein grösster Erfolg bis jetzt ist der Doppel-2-Gewinn am Berner kantonalen Nachwuchsschwingertag. Ich bin der Käser Remo, 24, einfacher Eidgenoss. Und mein grösster Erfolg ist bis jetzt der dritte Rang am Eidgenössischen in Estavayer. Vor dem Training, nach dem Training oder auch zwischen dem Training mal ein bisschen abschalten, das tut auch jedem Schwinger gut. Darum wird bei Teilen das Hobby gerade zum Mentaltraining. Dass du mental im Kopf gut parat bist, das ist sehr wichtig im Schwingsport. Mir ist es noch fast wichtiger, dass du nicht einen Mentaltrainer hast, sondern dass du einfach eine Bezugsperson hast, wo du alles kannst anvertrauen, wo du über alles mit dieser Person kannst reden und dass er dir gute Tipps gibt. Ja, ich finde es cool, wie es der Remo macht. Er ist wirklich auch gerne ruhig vor den Gängen. Und ich glaube sicher, durch das Fischen kann er den Kopf auch frei behalten und gar nicht zu viel über Schwingen studieren, wenn er oben geht fischen. Das ist sicher gut. Das gibt mir extrem viel, ein bisschen vom Alltag entfliehen. Meistens gehst du arbeiten, dort relativ hektisch. Nachher, am Nachmittag hast du vielleicht schon einen Termin. Und wenn du auf dem See draußen bist, hast du deine Ruhe. Du musst niemandem etwas gerecht werden. Und diese Auszeit schätze ich extrem. Ich empfehle Kevin, dass er seinen eigenen Weg geht. Dass er nicht zu hart links und rechts hört, sondern wirklich auch auf sein Herz hört. Und das macht, was er für gut empfindet. Ich bereite mich eigentlich so vor, dass ich sicher genug schlafe vor dem Schwingfest. Und am Abend vorher gehe ich gerne noch ein bisschen, wenn schönes Wetter ist, zu unseren Kühen die Weidachen oder ein bisschen voraus. Also wenn der Kevin so dran bleibt, wie ich jetzt durfte kennenlernen in den letzten Jahren, dann kommt es sicher sehr gut mit ihm. Wichtig ist einfach auch, dass er jetzt im Schritt so aktiv dran bleibt, nicht den Mut verliert, sondern auch das Angriffige beibehaltet. Und das Eidgenössische ist in 5 Jahren wieder. Und wer weiß, vielleicht dann sogar um eidgenössischen Kranz kann mitschwingen. Mein Ziel ist, dass ich immer Freude habe am Schwingen, dass ich gesund bleiben kann. Und ich will einfach regelmässig ins Training gehen. Wenn man viel gibt, dann kann sicher auch viel kommen.